Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hammer. Es geht nun mit der normalen Debatte weiter. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Hohes Haus, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist eine sehr interessante Debatte und wir beschließen ja heute eine der größten oder die größte Reform im Sozialversicherung und Gesundheitsbereich. Und Herr Kollege Stöger, weil Sie gerade so nett mit Ihrem Tafel aufzeigen, nach dem Motto, nachdem es um die Gesundheit geht und dem Motto Lachen ist gesund, darf ich mich im Namen der versammelten Mannschaft bedanken für Ihren Beitrag. Wir haben herzhaft gelacht über Ihre Neubetitelung des Pinocchio. Er heißt Pinocchio und dieser besagte Pinocchio wird sich einen Holzfuß auslachen über die Performance, die Sie hier abliefert. Ja, und weil Sie da mit Ihren Tafeln so aufzeigen, wir waren ja in der letzten Regierung und alle Parteien hier erinnern, glaube ich, uns immer einig, dass es im Sozialversicherungsbereich Reformen braucht, dass wir da Effizienzsteigerungen brauchen, dass wir eine Leistungsharmonisierung brauchen, dass wir eine Vereinfachung der Verwaltungsstrukturen machen. Nur einzig und allein umsetzen haben wir es nicht können mit Ihnen, weil die bewahrenden Kräfte so stark waren. Und diese Darf ich Sie ersuchen, die Tafel wieder runterzunehmen? Dürfen wir Sie... Warte mal. Mit Ihnen schon mühsam, überhaupt eine Studie in Auftrag zu geben und dann die Studie entsprechend zu lesen und zu deuten. Und Sie haben das auch ein bisschen falsch verstanden. LSE, nicht London School of Economics, glaube ich, sondern Lois Stöger Erinnerungsstudie. Und die wäre im Sozialministerium versauert. Und es wurde gerade auch bei den tatsächlichen Berichtigungen gesagt, es wird die Struktur zusammengeführt von 21 auf 5 Trägern und da kann man nur sinnvoll dem zustimmen, weil was ist der Mehrwert für die Versicherten, wenn das auf 21 Träger aufgesplittert ist und Sie haben ja mit Ihren tatsächlichen Berichtigungen noch den Beweis erbracht, dass es unsinnig ist, so kleinst Sozialversicherungen zu haben und die werden in das Gesamtsystem integriert, wie es mein Clubobmann zu ihm auch erläutert hat und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir bekommen mit dieser Reform natürlich eine einfachere Struktur, weniger Verwaltung und ein gerechteres System und das kommt am Ende dem Versicherten zugute und es bleibt ein Selbstverwaltungssystem und darum brauchen Sie sich mit Ihren Gewerkschaftern hier auch nicht so aufregen diesbezüglich. Wir werden mittel- bis langfristig entsprechend einsparen und das kommt am Ende natürlich dem Versicherten zugute. Und weil angesprochen wurde vom Kollegen Muchitsch die VIP-Klasse, da darf ich Ihnen einiges schon dazu sagen. Das Gesetz, das diese Sonderregelung, diese Sondergebühren ermöglicht, stammt aus dem Jahre 1996, Sozialminister Humms, meines Wissens SPÖ-Mitglied. Und in der jetzigen Begutachtung zu diesem Gesetz gab es eine ganz vehemente Forderung, das einzuführen. Und wissen Sie, von wem das ist? Von der Roten Stadt Wien. Die haben das eingefordert. Das machen Sie sich mit Ihrem Bürgermeister Ludwig aus. Wir werden das entsprechend regeln. Und wir stellen mit dieser Reform auch sicher, und das war uns natürlich immer besonders auch wichtig, dass die Beiträge auch dort bleiben, wo sie sind, in den Bundesländern, bei den Landesstellen. Und ich darf diesbezüglich, damit es auch nochmal verdeutlicht wird, auch einen entsprechenden Entschließungsantrag einbringen, der das sicherstellt. Entschließungsantrag der Abgeordneten August Wöginger, Dr. Brigitte Bovisil und weiterer Abgeordneter betreffend Leistungssicherungsrücklagen der Gebietskrankenkassen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird ersucht, im Rahmen der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen dafür Sorge zu tragen, dass in der Eröffnungsbilanz der österreichischen Gesundheitskasse die zum 31. Dezember 2019 bestehenden Leistungssicherungsrücklagen der Gebietskrankenkassen nach Bundesländern aufgeteilt dargestellt werden. Darüber hinaus soll ab 2021 in den Weisungen nach § 444.5 ASVG die Möglichkeit eröffnet werden, dass für den Fall einer erfolgswirksamen Dotierung der Rücklagen die österreichische Gesundheitskasse im Folgejahr im selben Ausmaß die zum 31. Dezember 2019 bestehenden alten Leistungssicherungsrücklagen teilweise auflösen darf. Die dadurch freigewordenen Mittel sind zugunsten des Teils der Versichertengemeinschaft, die die Rücklagen aufgebaut hat, insbesondere für die Umsetzung der Leistungsharmonisierung, für Gesundheitsreformprojekte im Rahmen der Zielsteuerung Gesundheit, die Stärkung und Sicherung der Primärversorgung im ländlichen Raum und zur Steuerung nach §
441F5 ASVG zu verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass dadurch die nachhaltig ausgeglichene Gebarung der österreichischen Gesundheitskasse nicht gefährdet wird. Die Geschäftsordnung der österreichischen Gesundheitskasse hat vorzusehen, dass die Landesstellenausschüsse hierzu Vorschläge erstatten können. Wir schließen mit diesem Reformpaket heute wirklich einen großen Schritt ab. Es ist sichergestellt, dass am Ende die Versicherten profitieren. Ihre Aufregung ist künstlich. Wir haben hier ein gutes Gesetz. Nun.